Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elexa mit mir, der Steffi, Jax und Crony. Wir sind bei den Berserkern mitten in der Nacht, denn wir haben einige Aufgaben erledigt. Ich glaube, wir gehen jetzt hier irgendwo schlafen. Ich habe gerade mal so kein Blatt. Doch, da. Da war doch oben unser Zimmer, ne? Wir müssen wahrscheinlich wieder neu. Ja. Möchtest du ein. Ja. Gut. In einer Woche wird. Ich mach das mal weiter, ne? So, ich will ja nur kurz schlafen. So. Ich mag es nicht dunkel. Aber man muss ja bedenken, dass YouTube auch nochmal ganz stark die ganzen Aufnahmen verdunkelt. Na gut. Und die Qualität, die leidet ja dann auch noch immer so ein bisschen mit. Kann man leider nichts gegen machen, ist halt so, ne? So. Wir haben die. Sollen wir mal zum. Ich überlege hier gerade mal. Sollen wir vielleicht. Lebensenergie, bestimmte Gegenstände. Naja, aber. Ja, gut, aber wir haben das ja schon hoch, ne? Okay, selbst wenn wir das jetzt hier wollten: Konstitution und Stärke. Stärke auf 55. Und der Rest in Konstitution, wenn wir den Rest denn dann hätten. Ja, gut. Ich hoffe jetzt, mal gucken, wie oft wir noch aufsteigen und ob wir das überhaupt noch hinbekommen. Ich will. Mein Kopf! Ich will Geisttraining. Doch nicht. Das ist jetzt unterbrochen? So, welche Richtung war denn der Duke? Ich würde gerne mal gucken, ob die Quest hier bei Ihnen abgegeben werden kann. Oder nicht. Nee, jetzt nicht. Okay, bei ihm war es nicht gut. Vadek. Wir müssen Dawkins erstmal finden. Und das machen wir auch. Natürlich wieder im Eis oder Schnee. Ja, guck mal hier, Nyra. Naja. Da also, Adam. Dann wollen wir ihn mal zur Rede stellen. Kann man das sagen? Ja, was er jetzt hier macht. Er hat doch Sachen zu erledigen. Aber bitte nicht, sag nicht, dass das. Nee, das ist unten. Okay. Ah, da. Zieh einer an. Was zur Hölle machst du hier? Willst du dich mit aller Gewalt von den Skyens töten lassen? Nein, ich bin. Nun, es ist nicht so einfach zu erklären. Du hast etwas herausgefunden, raus damit, was ist es? Die Lage ist leider etwas komplizierter, als ich gedacht hatte. Ich fürchte, wir müssen unseren Plan von der sechsten Macht noch einmal überdenken. Bitte was? Jetzt? Das verstehe ich nicht. Die sechste Macht war dein Plan und jetzt wirfst du das Handtuch? Wieso? Wir sind auf einem guten Weg. Erst kürzlich hat Tiag neue Rekruten. Wir haben keine Chance, verstehst du? Die Streitkraft der Skyens ist um ein Vielfaches größer, als ich bisher angenommen hatte. Des Weiteren haben sie neue Methoden entwickelt, wie sie uns noch schneller zu einer ihrer Kreaturen machen können. Sie sind kurz davor, ihre Analysen abzuschließen, und wenn sie damit fertig sind, werden sie ihren Großangriff starten. Du gibst doch jetzt nicht einfach auf. Jetzt verstehe ich. Du hast hier keine neuen DNA-Fragmente gesucht. Abgehauen ist er. Du hast mit ihnen gesprochen. So sieht's aus. Jax, hör zu. Du verdammter Mistkerl, ich hätte es besser wissen müssen. Du hast mich dazu gebracht, deine Kriegsspielchen zu unterstützen. Und jetzt, wo wir kurz davor sind, da kollaborierst du mit dem Feind. Jax, jetzt halt mal die Luft an. Ja, ich habe mit einem ihrer Kuratoren gesprochen, aber er steht auf unserer Seite. Was ein Überläufer wer? Was sagt er, wie heißt er? Gib mir Informationen. Sonst beenden wir die Sache hier auf der Stelle. Sein Name ist Kopark und alles, was er sagte, war nicht sehr ermutigend.
Wie bist du mit diesem Überläufer der Skynes in Kontakt gekommen? Die Skynes versuchen, die verstaubte Technologie der alten Welt wieder zu reaktivieren und sie gegen uns einzusetzen. Bei meiner Forschung stieß ich an unterschiedlichen alten Computern auf einige eigentümliche Algorithmen. Kurator Kopark hat eine Spur gelegt für diejenigen, die sie verstehen. Er wollte mit jemandem von uns sprechen, der seine Spur findet, ohne dass seine Artgenossen davon Wind bekommen. Ich habe ihm über denselben Weg geantwortet und konnte ein heimliches Treffen mit ihm vereinbaren. Wo ist er? Wo ist dieser Kopark? Ich will mit ihm sprechen. Das ist unmöglich. Wir haben den Kontakt bis auf Weiteres abgebrochen. Er ist zurückgegangen zu seinem Volk. Er kann es sich nicht leisten, den Hauptfarmer noch einmal zu verlassen. Es ist zu riskant für ihn. Wenn er auffliegt, dann werden sie ihn töten. Was hast du noch von dem Überläufer erfahren? Kann er uns nicht helfen, in den Hauptfarmer zu gelangen und ihn stillzulegen? Leider nicht. Er ist kein Techniker. Genauso wenig wie wir. Ich konnte sehr viele Dinge von ihm erfahren, für die ihn seine Artgenossen auf der Stelle hinrichten würden. Die Streitkraft der Skynes ist enorm. Des Weiteren züchten sie neue, noch gefährlichere Kreaturen. Wandelbare, veränderliche Wesen, ungeheuer mächtig und anpassungsfähig. Diese Veränderlichen sollen unbesiegbar sein. Nichts wird sie aufhalten können, wenn sie einmal das Licht der Welt erblicken. Also noch mehr, jetzt auch noch veränderliche Feinde. Ist das alles? Ich habe versucht, Kopark zur Zusammenarbeit zu bewegen. Er hat sich geweigert. Er hat Angst um sein Leben. Aber was er mir gab, waren Unmengen an Informationen über das dunkle Elex und seine Beschaffenheit, um die ich ihn gebeten hatte. Ich hatte gehofft, damit vielleicht eine Chance zu haben, die Infektion durch das dunkle Elex doch noch zu heilen. Wie auch immer, selbst wenn wir das alles hinbekommen, die Skynes sind einfach zu zahlreich und mächtig. Sie werden uns hinwegfegen. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Du wirst gefälligst weitermachen. Ich erwarte Ergebnisse, also beweg deinen verknöcherten alten Arsch und finde etwas, was uns weiterbringt. Wer will dann noch widersprechen? Gut, ich fange gleich mit der Arbeit an, Koparks Daten zu analysieren. Allerdings fühle ich mich der Verantwortung in der Bastion nach all dem nicht mehr gewachsen. Und was genau bedeutet das? Die Menschen brauchen jemanden, der bis zuletzt an den Sieg gegen die Skynes glaubt. Du wirst die Führung der sechsten Macht übernehmen müssen. Das tue ich doch schon. Wollte ich gerade sagen. Das tue ich doch schon längst, ob nun gewollt oder nicht. Und wenn wir ehrlich sind, dann war das von Anfang an dein Plan. Ja, denke ich auch. Allerdings wirst du bald eine Entscheidung treffen müssen, wie es mit dir und deiner Gildenzugehörigkeit weitergeht. Du musst ein leuchtendes Beispiel für die Menschen sein. Also musst du nun Farbe bekennen, wie dein weiterer Weg aussehen wird. Die Menschen müssen wissen, mit wem sie es im Ernstfall zu tun haben. Und diese Entscheidung muss unumstößlich sein bis zum bitteren Ende. Einem Wendehals werden die Menschen niemals folgen. Also triff eine Entscheidung und bleib dabei. Meine Gildenzugehörigkeit sieht folgendermaßen aus. Es hat lange genug gedauert, Kleriker zu werden. Und das werde ich auch bleiben. Sehr gut. Dann ist das hiermit endgültig geklärt. Und wir können uns den letzten Vorbereitungen für die Auseinandersetzung mit den Skynes widmen. Wie geht's denn jetzt weiter in der Bastion? Die sechste Macht braucht endlich einen starken Partner. Jetzt ist nur noch die Frage zu klären, welche große Gilde wird es sein? Deine Grundausbildung hast du ja schon bei einer der großen Gilden absolviert. Dann macht es auch wenig Sinn, bei einer anderen anzufragen. Sie würden dir als Anführer der sechsten Macht nicht vertrauen. Also hast du damit den zukünftigen Partner der sechsten Macht eigentlich schon bestimmt. Jetzt geht es nur noch darum, die Sache dingfest zu machen. Was muss ich tun, um die Sache mit der Partnergilde der sechsten Macht voranzutreiben?
Du hast eine Grundausbildung bei den Alps absolviert. Also sind die Alps unser potenzieller Partner. Dann müssen wir jetzt nur noch klären, wie wir sie dazu bringen, sich uns anzuschließen. Sie brauchen ihre größte Streitkraft natürlich in ihrem Hauptquartier und die werden sie dort auch nicht wegbewegen. Aber ich bin mir sicher, dass sich noch weitere große Teile ihrer Truppen irgendwo versprengt in den Ländern befinden. An die müssen wir herankommen, sie von unserer Sache überzeugen und sie in der Bastion stationieren. Keine leichte Aufgabe, aber mit ein bisschen diplomatischem Geschick. Wo soll ich nach den versprengten Truppen der Alps suchen? Soviel ich weiß, ist Sestak immer noch Commander zahlreicher außenstehender Truppen der Alps, die Separatisten. Du kennst ihn und hattest schon im letzten Krieg gegen die Elexitoren gekämpft. Das ist auch heute noch so. Es wird schwer, ihn zu überzeugen, seinen Kampf gegen die Elexitoren auf Eis zu legen und sich uns anzuschließen. Doch wenn eine Partnerschaft mit den Alps gelingen soll, musst du Sestak davon überzeugen, seine Separatisten in der Bastion versammelt zu stationieren. Ich habe keine Ahnung, wo die Separatisten aktuell ihren Unterschlupf haben. Doch ich weiß, dass sie in letzter Zeit häufig in den nördlichen Ruinen von Karakis operieren. Finde die versprengten... Denk immer daran... Okay. Finde die versprengten Truppen und bring sie in die Bastion. Nur so bekommen wir genug Streitkräfte für die Aufgaben, die vor uns liegen. Ich bin gerade... Ich will gerade sehen, ob das Tier ihn angreift. Beim letzten Mal hat ihm nichts angegriffen und wenn wir angegriffen wurden, hat er nichts gemacht, ist weitergegangen. Ja, wir haben jetzt sehr viele Informationen bekommen und beim letzten Mal waren es ja die Berserker. Ne? Ich guck mal, ob ich hier irgendwo... Die Information. Oder sollen wir erst das? Warte, was war das? Was soll ich mir denn ansehen? Ach so, ja, das weiß ich ja. Okay, wir versuchen das mal. Beim letzten Mal habe ich nämlich die, die Berserker an meiner Seite gehabt und da musste ich zwei Warlords der Berserker finden, denen helfen in ihrer Lage, die sie da gerade hatten, schwierigen Lage, die sie hatten, und dann haben die sich unserem Kampf angeschlossen. Also es waren nicht die komplette, so wie in Teil 1 hat man ja die kompletten oder überwiegend die kompletten, sag mal schnell, Leute, sage ich jetzt einfach mal, die kompletten Leute aus den Gilden dabei. Und hier sind es halt eben nicht die ganzen Leute. So. Separatisten sind die, die sich im Elex 1 von den Alps praktisch separiert haben, sage ich jetzt mal. Und das ist eben eine Gruppe gewesen. Und der Sestak, mit denen hatten wir auch in Teil 1 zu tun. Ich weiß jetzt so nicht mehr gerade genau, wer er war. Ich glaube, den haben wir irgendwie unterwegs gefunden. Naja, mal gucken. Jax, die Bestie von Xakor. Und somit kreuzen sich also doch wieder unsere Wege. Es ist nicht leicht, dich oder deine Leute zu finden, Sestak. Ihr habt dazugelernt. Jahre der Einsamkeit und ein Leben im Schatten haben uns Separatisten fast unsichtbar werden lassen für den Rest der Welt. Deine Anwesenheit hier allerdings lässt mich vermuten, dass es damit nun vorbei ist. Ist das so offensichtlich? Du wärst nicht hier und hättest uns gesucht, wenn du kein Anliegen an uns hättest. Also, was willst du von uns? Ich will eine Kampftruppe aufbauen, die gegen die Skyns in den Krieg zieht. Ja, ich kenne deine sechste Macht und ich kenne auch den Mann, der sie ins Leben gerufen hat. Eine Ironie des Schicksals würde ich es nennen, dass ausgerechnet der Mann, den wir im letzten Krieg so verbissen bekämpften, jetzt unser aller Heilsbringer sein soll.
Ich bin jetzt der Anführer der sechsten Macht. Ihr würdet an meiner Seite kämpfen. So wie man dich kennt, gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ja klar, warum? Du glaubst also, dass wir Separatisten unsere Deckung aufgeben und mit dir in den offenen Krieg ziehen? Komm schon, Sestak, wir haben schon mal das Unmögliche geschafft. Wir könnten es wieder tun. Mag vielleicht sogar sein, dass wir gemeinsam eine Chance gegen die Skyans hätten. Doch haben wir gerade ein ganz anderes Problem. Wie du weißt, lehnen wir immer noch ab, unter der Direktive der Elixitoren zu leben. Diese lässt eine Koexistenz mit uns aber leider nicht zu. Für die Elixitoren sind wir ein Ärgernis, das aus der Welt geschafft werden muss. Darum haben sie kürzlich ihre Suchbots entsandt, um uns aufzuspüren und zu bekämpfen. Wir werden kaum Handlungsspielraum haben, wenn wir an jeder Ecke von unserem eigenen Volk gehetzt werden. Wo sind diese Maschinen? Ich werde mich darum kümmern. Es ist nicht dein Problem. Jetzt schon. Wenn ich euch mit dem Ausschalten dieser Dinger dazu bewegen kann, dass ihr euch uns anschließt, ist es das wert. Die Elixitoren wissen genau, dass wir uns selten sehr weit von unserem eigenen Volk entfernen. Also lassen sie ihre Suchbots durch die Straßen und Ruinen von Ignadon ziehen. Hast du ihre Signatur, damit ich sie auch finde? Ja, hier hast du sie. Ich fürchte allerdings, dass sie dich eher finden als du sie. Warum sollten sie mich aufspüren wollen? Sie suchen doch euch. Einige Elixitoren wollten nicht, dass wir diese Maschinen täuschen und ihnen vorgaukeln könnten, dass wir immer noch zum einfachen Volk der Alps gehören. Also haben sie kurzerhand auf alles scharf geschaltet, was sich bewegt. Im Ernst? Du weißt doch, wie das läuft, Jax. Kollateralschäden sind akzeptabel, wenn das Ziel einmal erreicht wurde. Wer hat so etwas veranlasst? Wer ist der Kerl, mit dem ich reden muss, damit er die Dinger wieder abstellt? Ich glaube kaum, dass sich jemand im Depot finden lässt, der sich dazu bekennen wird. Zu viele Unannehmlichkeiten wären die Folge. Vielleicht finden wir es ja noch heraus. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ich fürchte, wir werden die Situation annehmen müssen, wie sie ist. Ich habe meinen Leuten bereits signalisiert, dass sie im Hintergrund bleiben sollen, solange die Maschinen nach uns suchen. Sehr beruhigend. Ist das stehlen, wenn wir jetzt hier reingehen? Dürfen wir hier überhaupt rein? Anscheinend ja. Oh, es ist kein Stehlen. Es ist kein Stehlen. Gut. Zu einfach. Wir haben was zu tun. Wir müssen jetzt etwas erledigen, damit die sich uns anschließen. Wie gesagt, beim letzten Mal waren es die... Beim letzten Mal waren es die Berserker. Und da mussten wir zwei Warlords helfen. Und beide sind dann mit uns... Sind dann mit, uns helfen gekommen. So. So, sonst wird keiner uns ansprechen oder können wir keinen ansprechen? Ohne Namen bei uns eigentlich. Nee, komm, ist gut. So. Ja, wo ist denn dann jetzt Suchmaschinen da? Oha. Oha. Okay. Wollen wir das mal erledigen? Erstmal die in dieser Richtung. So. Oh, solche Suchmaschinen. Oh. Solche Suchmaschinen.
Nee, das geht so nicht. Oh. Geh doch mal weg. Ja. Wow. Das ist krass. Das ist wirklich sehr krass. Solche Suchmaschinen, also. Okay, wir suchen uns erstmal eine einzelne, damit wir so ein bisschen... Ich muss erstmal suchen, markiere ich mich jetzt erstmal mit V. So, das ist diese da. Ach du meine Güte, ja die, das Schießen von der, ne, von denen, das ist echt schlimm. Nee, nicht jetzt, Mann. Das ist möglich. Boah, eine hat mir schon fast das Leben gekostet jetzt. Aber zwei werden... Das werde ich doch niemals schaffen. Gut, aber jetzt habe ich zumindest schon mal so eine Idee, wie die Dinger ticken. Wenn beide auf uns schießen... Können wir es eigentlich knicken, glaube ich. Heilige Scheiße, dass ich mit... Und das ist der leichte Modus, ne? Also ich habe das Spiel auf leicht stehen. Hm. Gibt es irgendwas, was ich zu mir nehmen kann? Oh, mal abgesehen davon... Ja, Regeneration, plus 70 Gesundheit, Resistenz, Frost. Hm, das ist halt eben Resistenz, Feuer, Gesundheit, Strahlung. Sind das Strahlungen, was sie da schießen? Also wir können Chili con... Nee. Hier. Oder was ist ich weiß immer noch nicht, was ist Realitätsschaden? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Null Plan. Ich würde sagen, wir machen uns mal das hier auf. Oh, ja, auf die. Warte mal, was war das? 8? Ja, 8. Okay. Auf die 8. Halleluja. Einen haben wir. Einen haben wir. Wenn wir jetzt noch dieses scheiß Fliegeviecher... So, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter weg. Und speichern nochmal drüber. Zumindest haben wir schon mal einen. Boah, ist das knapp, ey. Die Dinger zu zweit, ey. Ach Mensch, was soll denn das? Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Nein. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Oh. Ja. Ihr wisst gar nicht, wie krass das ist gerade. Naja, doch, ihr wisst es, ihr seht es ja. Okay, ganz schnell nochmal drüber speichern. Oder habe ich es gerade? Boah, guck mal, so durcheinander bin ich schon. Ich glaube, ich habe das gerade erst drüber gespeichert. Da sind noch Sachen, die ich eigentlich...
Nee, die komme ich nicht dran. So, dann bräuchte da hinten ist noch was. Oh Gott, die sind wirklich heftig, die Dinger. Die sind wirklich heftig. Ich brauche jetzt... Ich brauche Kräfte. Weil ich muss das... Ja, ich muss... Gegen diese Sucher muss ich dieses heftige Kettenblitzzeug einsetzen. Und das geht mir leider aus. Der jetzt hier. Wenn die hier nicht so nah beieinander sind und wir dann praktisch nur einlocken können. Ich guck mal, ob ich das auch ohne den Kettenblitz hinbekomme. Das wäre jetzt so mein Wunsch, weil... Ja, das wäre jetzt mein Wunsch, weil... Das ist echt heftig. Die sind echt heftig, ey. Frank, komm her, wo ich brauche... Ich kann nicht so viel verballern. Ich brauche, muss aufladen. Ja, die sind zu groß, die Viecher. Muss etwas haben. Oh. Gut. So. Der ist doch gerade Emes. Na gut. Ich habe so einen Schiss, weil... Weil die echt heftig sind, wenn ich ehrlich bin. Ey, boah, krank. Aber gut, ich muss... Das Blöde ist, bei Feuer konnte ich die Mana-Tränke nehmen. Und dann hat sich das Ganze gegessen gehabt. Das kann ich jetzt leider nicht. Und das, da ist er. Ich glaube, wir gehen ganz nah dran. Die Taktik ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das ist eine gute Taktik. Eine sehr gute Taktik. Hohes Aufkommen von. Das ist eine sehr gute Taktik. Solange um sie herum laufen und dabei schießen. Und man muss schnell hin zu denen, weil damit die erst gar keine Chance haben zu suchen oder einen ins Visier zu nehmen. Also sobald ich den sehe, muss ich ganz schnell hin. Und dann müssen wir ein Tänzchen machen. Wo ist er denn? Ich sehe ja gar nichts. Oh, wir kommen ja mal so. Ich kann das nehmen, ne? Der ist. Ist der da oben? Der ist oben. Der ist oben und zwar da. Ach Gott, ich habe schon keinen Bock. Weil das ist echt knifflig für mich. Sowas geht mir ja, ne, an die Nerven so. Da bin ich echt kribbelig bei sowas. Also, wo ist er? Okay, einfach mal andersrum. Das ist nicht schlimm. Ja, Schläge können wir nochmal so gerade eben... Ach, läuft. Läuft doch. Läuft doch. Ah. So, jetzt würde ich den hier einmal... Können wir nicht dahin fliegen?
Wo denn? Ach, so. Aber gut, dann fülle ich das wenigstens hier wieder auf. Ein Reißer. So. Aber wir brauchen es ja nicht, ne? Wir brauchen das ja jetzt nicht so. So, ich müsste gucken, wo er ist. Hinter diesem großen Felsen. Kann ich dann die Ratten nochmal nehmen? Sind das überhaupt? Ja, das sind Ratten. Echt aufpassen. Oh, da ist noch ein anderes Vieh. Komm her. Ich sehe den nicht. Wo soll der denn bitte sein? Geradeaus. Nee, der ist noch nicht in Renderreichweite. So, ab auf die Straße. Sobald der mir ins Auge fällt, da speichere ich nochmal. Ah, tief durchatmen. Waffe raus. Komm, Crony. Ah, unebenes Gelände. Durchatmen. Okay, Leute. Die anderen machen wir in der nächsten Folge. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.